So, du willst irgendwas. Ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann ich dir eine Freude machen? Ja, na klar. Und weil ich weiß, dass du ja bisher noch du hast die TikTok-App noch nicht installiert. Du bist zwar auch hin und wieder da, aber du verbringst ja nicht so viel Zeit wie ich. Ich bin so richtig im TikTok-Rabbit-Hole gefangen. Ne? Ja. Und es gibt so bei TikTok so ein bisschen sowas wie die Stars von übermorgen. Ja. Also nicht die, die jetzt viral gehen, sondern so ein bisschen von mir ausgewählt. Die dann fast schon viral sind. Die Stars, denen man eigentlich folgen müsste, wenn man TikTok richtig verwendet. Wenn man praktisch den Hit schon riecht, aber noch ist er nicht da. Ja, aber mit, sag ich mal, meinem ganz speziellen Blick darauf. Und das heißt, du bist so eine Art Talentscout für angehende Menschen, die in Zukunft mal sehr gut sind. Die aber auch TikTok so ein bisschen anders angehen als viele. Genau, weil ich ja tatsächlich auch wie viele meiner ZuschauerInnen wahrscheinlich auch denken, TikTok, das müsste man noch mal anders angehen. Das ist ja sehr langweilig mittlerweile. kann man TikTok noch mal anders denken, denke ich mir aus meiner Position. Ja. Ich freue mich, dass du mir so ein bisschen die Jugend näher bringst. Und die würde ich dir gerne ein paar zeigen. Ja, cool. Das, wir haben eigentlich eine sehr gute Gelegenheit jetzt dafür, denn wir haben hier etwas, und das möchte ich niemandem vorenthalten, wir haben hier was für viel Geld installiert. In diesem Studio hier, wir haben es noch nicht so oft benutzt, aber ich möchte jetzt hier die Gelegenheit nutzen, das erste Mal diese technische Errungenschaft, die wirklich enorm viel Geld gekostet hat, und wir uns das eine oder andere Mal schon überlegt haben, wo genau ist denn eigentlich das Geld hingeflossen da? Und ich würde jetzt einfach mal sagen, im Sinne der Fähigkeiten, die dieses Gerät besitzt, würde ich es jetzt gerne für diese Rubrik einmal benutzen. Und deswegen sage ich, bringt mal den selbstfahrenden Monitor herunter hier zu mir und Jakob. Los geht's. Es hat über 10.000 Euro gekostet. Das kann man vielleicht mal sagen. Das ist maximale Geschwindigkeit? Ja. Cool, ja, klar. Wir wollten schon in der letzten Staffel mal was auf dem Monitor zeigen, aber wir hatten die Zeit nicht. Man muss das einfach ein bisschen genießen. Mhm. Einfach ein bisschen Luft dran lassen. Was kann der Monitor dafür? Weißt du, wir sind so hektisch gestartet in diese Show hier. Cool bleiben. Wirklich, ich freue mich jeden Tag über dieses tolle Gerät. Man hätte auch einfach da so einen Fernseher hinstellen können, ne? Ja. Haben wir aber gesagt, das lassen wir. Wir fahren den so cool von oben runter. Ja. Kennt Elon Musk diesen Monitor? Weiß er, dass sowas in Deutschland möglich ist? Mit dem Ding ist Jeff Bezos ins Weltall geflogen. Obendrauf. So, ja, jetzt ist er da. Genau. Du könntest loslegen, wenn uns das nicht wahnsinnig viel Zeit gestohlen hätte. Wir freuen uns mit dir. So, jetzt wolltest du, was wolltest du nochmal? Ich will dir jetzt was zeigen von TikTok, was ich da gefunden habe. Cool. Und ich möchte noch den Zuschauern zu Hause sagen, Zuschauerinnen und Zuschauern, dass du es auch noch nicht gesehen hast. Natürlich nicht. Also ich habe alles, was bei TikTok läuft, noch nicht gesehen. Das kann ich wohl sagen. Und ich möchte dir heute gleich einen Mann vorstellen, der heißt Heiko Wallner. Und das hier ist meine neue Rubrik TikTok, handgepickt. Wie gefällt dir dieses grafische Element? Finde ich wild. Ist schon mal crazy. Ja. So, pass auf, also bei TikTok, da sind eigentlich immer junge, gut aussehende Leute, die sehr auf ihr Äußeres bedacht sind. Und die dürfen dann irgendwie zur About You Party und kriegen da einen Preis und so und dann ganz viele Geschenke. Ja, sowas werde ich ernsthaft nicht mal mehr eingeladen. Ja. Das ist in der Stadt, in der ich wohne. Die fragen nicht mal, ob ich kommen will zu About You. Ich weiß gar nicht, was es ist, aber ich will zumindest selber absagen. Das Warum werden wir heute nicht mehr klären. Ja. Aber ich möchte dir einen Mann vorstellen. Er ist Heiko Wallner. Und er ist eigentlich nicht ein typischer TikToker. Denn er ist ein bisschen zu alt, aber nicht weniger liebenswürdig. Und er hat eine ganz besondere Art gefunden, dort in Erscheinung zu treten. Ja, seine Videos tragen so Namen wie auch das erste, was ich dir jetzt zeigen will. Wie Zwischenstation in Mockmühl. Was ist das? Ja, was könnte das sein? Hier ist das erste Video von Heiko Wallner. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der Müll. Ist das nicht gut? Also natürlich seid ihr jetzt alle ratlos, ne? Was soll das? Nee, Moment, also bei mir ist der Funke übergesprungen. Ich will jetzt die App. Exakt. Man sieht, und da muss man auch als Zuschauer jetzt noch besonders achten, Heiko Wallner ist ein Timing-Gott. Damit nimmt uns China auseinander. Exakt. Und Heiko Wallner ist ein absoluter Timing-Gott. Wie toll er den Daumen so hoch macht. Ja. Und dann hat er es ja selber in der App kurz vorher geschnitten, bevor der Daumen ganz oben ist. Das ist immer so. Das kenne ich oft, wenn Leute sich aufs Maul legen, dass man kurz vorher wegcuttet, damit man es nicht sehen muss. Ne? Möchtest du noch ein weiteres Video von ihm sehen?
gibt ein Video, das heißt Spaß in Babenhausen. You had me by Spaß. Und da ist wirklich Spaß vorprogrammiert. Pass mal auf, was der Heiko jetzt am selben Brunnen noch alles macht. Guck mal bitte. Er geht zum Brunnen und dann passiert das Unglaubliche. Er hält so ein bisschen den Kopf runter und dann kommt der Daumen. Es ist, man braucht ein bisschen Fantasie. Hast du nicht immer davon geträumt, dass praktisch so ein zauberhaftes Land hinter dem Wasserfall ist? Hast du nicht das Gefühl, hinter dem Wasserfall ist eine Höhle und das ist praktisch so der Eingang und hinter ist sowas wie Narnia oder so? Vielleicht wollte er so ein bisschen poetisch darauf anspielen. In Heiko Wallners Fall ist hinter dem Wasserfall, wenn man jetzt hier eine gute Überleitung sucht, sein Zuhause. Denn dort spielt das letzte Video, was ich dir von ihm zeigen will. Und es lädt so ein bisschen ein, zu ihm, mit ihm praktisch den Sonntag zu verbringen. Ist das was für alle Zuschauer oder können wir Leute verstören? Nein, wir können damit niemanden verstören. Außer Leute, die sagen, wie sieht denn bei Heiko Wallner so ein Sonntag aus? Und die kommen jetzt voll auf ihre Kosten. Das Video trägt nämlich auch den schönen Namen Sonntagszeremonie. Hier ist Heiko Wallner mit seinem Partner. Es ist serviert. Also, ist das nicht fantastisch? Hast du gehört, wie sein Partner gesagt hat, es ist serviert? Nee, hab ich nicht gehört. Hat er gesagt, es ist serviert. Das war praktisch die Pointe. Das muss ich mir noch mal über Kopfhörer anhören. Also, große Follow-Empfehlung auf TikTok ist Heiko Wallner. Cool. Okay. Immer häufiger, oder? Das mache ich häufiger. Ja. Das ist gut. Warten wir jetzt, bis es wieder oben ist? Nein, nein. Nee? Wir machen alles gleichzeitig heute. Wir sind eine dynamische Sendung für junge Leute. Das passiert jetzt alles gleichzeitig, wenn ihr das zu Hause aushaltet, ja?